Eines Abends gingen sie zu einem Konzert einer Gruppe namens Free, die im Crown spielte. Die Band hatte gerade ihre erste Platte herausgebracht, Tons of Subs, grandioser Bluesrock. Und sie hatten einen Sänger, der Hänschen aus den Socken haute. Paul Rodgers bewegte sich so elegant wie ein orientalischer Prinz und verfügte über eine Stimme, die hart rocken, aber auch sanfte Balladen singen konnte. Dazu hatten sie noch einen Bassisten, der seiner Gibson richtige Melodien entlockte, sodass sich Iltis, Bassist der Roadrunners, vor Begeisterung kaum mehr einkriegte. An diesem Abend veränderte sich Hänschens Leben. Er nannte sich nunmehr Johnny, trug Tag und Nacht eine schwarze Lederjacke und träumte den Traum vom Rock'n'Roll-Star. In Oberhausen übten die Jungs fortan im alten Lokschuppen, bis ihnen die Finger bluteten. Johnny kaufte jede Platte von Free und las alles über Paul Rodgers. Zuerst veränderten sie ihren Sound von den flotten Beach- und Surfliedern hin zu den Songs von Free, Cream, Taste, John Mayall und Led Zeppelin. Dann suchten sich die Jungs neben der Schule Jobs zum Geldverdienen, dass sie in ganze Bausätze von Lautsprechern, Nebelwerfern und Lichtanlagen investierten. Es wurde allmählich Zeit für das erste Konzert. Ungefähr 20 Titel hatten sie drauf, vor allem von Free, wie The Hunter, Wishing Well und das hammerartige All Right Now. Beim Sommerfest des Gymnasiums durften sie endlich auf die Bühne. Doch als Johnny die ersten Töne von Fire and Water singen wollte und gleichzeitig die Nebelmaschine anwarf, knallten die Sicherungen durch. So musste Tom, der das Konzert mitorganisiert hatte, während des gesamten Gigs den Sicherungshebel hochklemmen. Um das Lampenfieber zu bekämpfen, hatten die Jungs schon einige Flaschen Bier geköpft und auch noch ein paar Joints weggequalmt. Johnny war eigentlich der einzige ernstzunehmende Kiffer in der Truppe. Anfangs hatte ihn der Stoff nur aggressiv gemacht.